sind voll lecker. Nur der Rüssel nicht. Ah! Hallo, Jungs und Mädels. Hier sind wieder eure X-Ducks. Alles klar, Slack? Logo, ich halte die Stellung, Alter. Hey, ich bin verheiratet. Los, komm runter. Es ist noch zu früh zum Mittagessen. Das erzähle ich meinem Männer. Wow. Und, hast du ihre Telefonnummer? Die ist heiß auf mich. Das ist ja extrem verschrägt, Alter. Ja, finde ich cool. Vom Wasserskifahren kriege ich immer Hirnsausen. Irgendwas schnuppert hier eigenwürdig. Ja, aber nicht ich. Hey, guck mal. Cool, ein Baumhaus. Kannst du dich noch erinnern, wo wir gewohnt haben, bevor wir den Bus hatten? In einem Baumhaus. Oh, genau. War's das? Ich meine, ist es das? Yep. Jetzt weiß ich wieder. Räumungsklagen, Anwälte, Polente. Der Pizzaservice kam nicht mehr. Da sind wir umgezogen. Okay, du bist dran mit Saubermachen. Nix da, du bist dran und zwar schon seit Ewigkeiten irgendwie. Ach, vergiss das mit dem Saubermachen und guck, was ich gefunden habe. Die haben das dreckige Geschirr dagelassen. Komisch, mit Abspülen bist du irgendwie auch schon seit Ewigkeiten dran. Ach, halt die Backen. Mein erster Kaugummi ist immer noch da. Mit Pepperoni-Geschmack. Sieh mal, was ich aufgetan habe. Holla, was ist denn das? Mein erster Milchzahn. Was geht denn da ab? Na, die holzen die Bäume weg. Cool, dann gibt's Platz zum Skaten. Wir sind denen aber derbe im Weg, Alter. Die holzen unseren Baum weg und machen unsere schönen Souvenirs kaputt. Wir haben doch gar nichts hier. Ja, aber die coole Atmo. Der Gestank, der Dreck. Hey, du hast recht. Los, wir gehen runter und treten den ordentlich in die Sitzpartie. Du bist ja krass kämpferisch drauf, Alter. Ja, nach dir, Bruder. Hey, Walross, was ist denn hier Phase? Wo sind meine Bäume? Sind den Maßnahmen zum Opfer gefallen. Dann pflanzt sie wieder ein. Das ist nämlich unser Zuhause. Verstehe. Sind 300 Dollar okay für euch Jungs? Wollt ihr es in Bar oder einen Scheck? Wir stehen auf Naturalien. Ja, genau. Igitt! Wo ist denn die Schnecke? So, ihr wollt also mein Geld nicht. Nö, steck's dir sonst wohin. Das wird euch noch fürchterlich leid tun. Mir tut bloß leid, dass ich deinen extrem ekligen Mundgeruch ertragen muss. Wir werden ja sehen. Er ist fertig, Alter. Ups, das tut mir aber schrecklich. Boah, hab ich einen komischen Geschmack im Mund. Hör auf, an meinen Schuhen rumzulutschen. Hey, ist da jemand zu Hause? Macht wahrscheinlich Kaffeepause. Krasse Optik hier drin. Ja. Tu dir mal diese oberscharfen Schalter rein. Ich find ja den da gut. Und ich erst. Wow, hey, das klappt ja sogar. Jetzt wird cool. Alter, du siehst ja ganz schön beschmoddert aus. Wartet, ich werd euch. Noch ein kleines Axel-H2P. Jetzt bist du komplett. Denen rupfe ich jede Feder einzeln aus. Aber zuerst, Päuschen. Jetzt wird abgeschüttelt. Ich werd euch... Nicht so laut. Jetzt reich doch mal rüber. Ich bin noch nicht fertig. Hm.
Alles Tutti, Alter? Gibst du jetzt auf? Niemals! Hey, man redet aber nicht mit vollem Mund. Ich werde doch keinen Hals umbringen. Wie meinen? Sag mal, erwartest du Besuch? Irgendwie nicht so. Schönen guten Morgen, meine kleinen Freunde. Wisst ihr denn noch, wer ich bin? Cranky der Clown. Klar kennen wir dich, du bist Supi. Wir lieben dich, Cranky. Ich hab hier was für euch, das euch bestimmt Riesenspaß macht. Habt ihr Lust auf einen Besuch im völlig verrückten Vergnügungspark von Cranky und seinen Freunden? Ja. Abgefahren! Dreht euch in der Todesspirale! Die Steilkurve! Das Schohohokoland! Die Achterbahn! Na, macht euch das Spaß? Ja! So! Warum lasst ihr mich da nicht meinen neuen Vergnügungspark bauen? Naja, wir sind irgendwie eben ganz schön sentimental. Wir sind sogar extrem sentimental, Alter. Hier sind wir nämlich zu Hause. Weißt du? 2 Millionen? Sagen wir drei. Cranky ist irgendwie voll cool. Voll die Oberkante. Für 3 Mios gibt's 30 Millionen Cheeseburger. Halt den Rand und schluck, bevor die kalt werden.